haben ja gesehen, wir haben Peles Stuhl freigelassen. Er war ja da oben mit dabei. Von daher, wie gesagt, die ganzen Sachen waren ja vorher abgesprochen. Ja, die Mannschaft hat sehr gut umgesetzt, sehr dominant gespielt. Babelsberg ja, gar nicht ins Spiel kommen lassen, nach meiner Meinung. Wie gesagt, ein, zwei Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, da haben wir dann ein bisschen den Gegner eingeladen, die hatten dann Torschancen. Da hatten wir einfach mal ein bisschen Glück, aber sonst, wie gesagt, wo wir aufgetreten sind, gerade nach den vielen Spielen im Oktober, wie geschlossen wir dann als Einheit gespielt haben, wie gut strukturiert wir gespielt haben, fand ich schon dann sehr gut für den heutigen Tag. Ja, also ich habe, ich glaube, kam ein langer Ball auf Engelhardt und er verlängert ihn und wir haben schon in der Videoanalyse immer gesagt, dass wenn Panzer den Ball verlängert oder Engelhardt, dass die Außenspieler dazwischen laufen und ja, ich habe auf den einen spekuliert, auf den einen und kriegt dann den Ball, dribbelt frontal auf den Innenverteidiger zu, schlagt zwei Haken und schießt ihn dann ins kurze Eck ein. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir die Saison einfach nicht abgeschenkt haben und dass, wo keiner an uns geglaubt haben, wir jetzt diese 6 Punkte geholt haben und darauf bin ich oder sehr stolz auf die Mannschaft. Wenn Paule vielleicht das Glück hat und ihn nicht drüber macht und ja, ihn reinmacht, dann geht das Spiel ganz anders aus und nimmt eine andere Wendung und so. Ja, können wir uns leider von unseren Chancen, die wir hatten, nichts kaufen. Grundsätzlich will man als Fußballer spielen. Wenn ich dann als junger Spieler auch gleich so viele Spiele habe, hat mir das natürlich Selbstvertrauen gegeben und mich gefreut. Ob der Abschied unschön war, ja, darüber lässt sich streiten. Gibt sicherlich Abschiede, die schöner sind, aber ja, das habe ich auf jeden Fall verdaut und habe mich da in der Truppe, wo es jetzt auch nicht schwer war, sich zu integrieren, weil es eine geile Truppe ist, eben gut eingelebt. Ich glaube auch schon, wie in Jena, war es der Wille und die Leidenschaft heute gegen den Ball, wie wir gearbeitet haben mit einem dezimierten Kader, dass wir da mit so einer Leidenschaft aufgetreten sind. Und die Disziplin gegen den Ball war, glaube ich, der Schlüssel. Nach vorne hin haben wir eine so eine gute Qualität, trotz der Ausfälle. Und ja, wie gesagt, die Disziplin gegen den Ball war, glaube ich, ausschlaggebend. Es waren über 5000 Zuschauer. Wie haben Sie die Atmosphäre erlebt heute? Ja, die ist ja sonst eigentlich schon immer unfassbar gut. Das genießt man immer, die Heimspiele. Nicht nur wegen des guten Rasens, sondern auch wegen der krassen Atmosphäre. Ja, und heute war das schon nochmal noch ein Tick oben drauf. Also war schon top. Es war natürlich ein wunderschönes Gefühl vor so vielen Fans. Und ich wusste auch schon vor dem Spiel, wie wichtig das Spiel für uns ist und für die Fans, dass es ein Derby ist. Und so haben wir 2-0 gewonnen. Die Fans haben uns getragen. Danke dafür. Und dann jetzt heißt es, weiter geht's.